Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Duren Road von den Farming Dudes. Guck mal, wir verkaufen unser erstes Getreide und kriegen kein Geld dafür. Ach nee, jetzt habe ich da den falschen Trigger gefüllt, ne? Ja, ist egal. Nee, du. Wie kriege ich das denn da wieder raus? Ich will das ja gar nicht drin haben. Ich muss da nochmal drunter fahren, ne? Warum fahren wir eigentlich im Mädchengang? So ein Schickram, du. Guck mal, kannst hier einlagern, ne? Wenn du es brauchst, holst du es wieder raus. Gib mich mein Gemüse wieder, ich will das verklappern. Schickram. Das war wohl nichts mit verkaufen, wer? So, jetzt aber Abflug zur nächsten Stelle. Müssen wir auch mal ab oder halbe Seite ändern, ne? Oder kannst du nur zu. Wäre nicht schön, vielleicht bei Nexen, wenn du nur zu einer Seite kannst. Nee, kannst auch nach hinten, dann ist gut. Jetzt kommt hoffentlich Geld rein. Ja, wir kriegen Geld. Juhu, die ersten eigenen Einnahmen. 5000 Glocken. Ich bin schwer rein. Vor allen Dingen an der Farbe. Oh, wir müssen hier rum. Ich habe gesagt, wir nehmen eben Treber einen Wagen schon mit, ne? Wenn wir schon hier sind. Müssen wir ja eigentlich eh noch erledigen, aber wir wollen auch häckseln, ne? Deswegen, wir haben so ein bisschen Termindruck. Häckseln ist ja auch wichtig, Treber ist auch wichtig. Wir brauchen das für die Winterfütterung, ne? Das ist doch Treber, ne? Ja. Cool, 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 cool. Dann haben wir das aber auch schon mal. Ein Checkhorn hinter, ne? Ganz wichtig. Ich komme noch nicht mit diesen Symbolen klar vom Mais Plus. Bin ganz ehrlich. Zwei Wagen müssen wir mindestens holen, ne? Bevor wir das abdenken können und so. Zwei Wagen brauchen wir. Wir sind. Wie viel geht hier rein? Machst du den voll? Haben wir nicht Anhänger Fille mit an? Doch. Okay. Dann weiß ich es noch. So, Abflug. Wird ein bisschen dauern, bis wir oben ankommen. In dem Wagen, du. Der Verkehr ist noch aus, ne? Guck mal, hier sind dann eben Kraftstoff im Komik. Sicher, sicher, der muss noch ein bisschen rennen heute. Können wir hier wieder raus? Ja, ne? Auch wieder 240 Euro. Was willst du machen? Schlepper muss rennen, also muss Diesel in den Tank, oder wie sagt man so schön, ne? Der macht ja viel. Viel Arbeit macht der. Wir können mal gucken, ob wir uns einen Dieseltrailer irgendwann in den Hof stellen. Oder eine Zöpfe. Jetzt will irgendwann drauf hinauslaufen, dass wir nicht mal mehr installen müssen. Hier müssen wir noch durchziehen, ne? Tiefe locker. Da müssen wir auch noch rüber. Aber wie gesagt, die Flächen sind jetzt nicht so wichtig. Wir haben eine Grasfläche noch dazu, ne? Ja, dann ja, müssen wir gucken, Ölwette wieder wert. Wo wir eine noch Gras sehen konnten, ne?
weiß nicht, wann. Was machst du hier eigentlich? So wirklich weißt du nicht, was du hier machst, ne? Manchmal ist es besser, nicht zu sorgen, ne? Das läuft hier. Lohnzahlung, alles an Stissel. Echt besser selber für machen. Wenn wir nicht so einen Zeitdruck hätten, dann würden wir das auch machen, ne? Und dann Sonnenblumenacker haben wir auch mal noch gedüngt, ne? Schickraum. Oh, denen geht's gut, ne? Die Mädels auf der Weide. Die haben noch was vom Leben, du, das zeigt die. Ab den Berg hoch. Hoppelweg hier, du. Ganz schön hoppelig, du. Man muss, glaube ich, eben auf den Acker drehen, wa? Ja, wir können auch da hinten eben drehen. Wir müssen ja rückwärts reinschieben, ne? Habe ich auch ein bisschen intelligent hier hingesetzt, ne? Nicht. In das Ziel kommst du wohl gar nicht rein. Hat keiner gesehen, oder? Ich auch nicht. Hat er mich weggeguckt. Oh, Holz haben wir gut gestapelt hier, ne? Nicht? Oh, das eine kommt gar nicht rein hier. Das stellen wir da Silagebahn oder was rein. Ziemlich stimme. Ich muss eh in der Außenansicht, damit ich gleich sehe, wie ich abkippe. Ich glaube, das war nicht so eine gute Idee, das hier hinzumachen, oder? Ja, jetzt kannst du es eh nicht mehr ändern. Jetzt ist egal. Das haben wir. Ich glaube, wir fahren eben noch mal ins Tor, Leute. Dann ist das erledigt. Dann können wir das nämlich hinterher auch zudecken. Ja, komm, machen wir eben. Dann haben wir einen Checkhaken hinter. Hexel läuft uns ja jetzt gerade nicht weg. Nee, machen wir auch eben. Dann ist das erledigt. Abflug. Chili Vanille. Den Sporn Gors geben. Ich weiß nicht, ich habe morgen noch keinen Redeflug. Aber der kommt auch noch. Meist nach Mittag. Aber dann haben wir die Biertreber-Geschichte abgehakt. Wir brauchen das für Futtermittel. Wir müssen auch noch Melasse und gefiltertes Wasser wieder organisieren, ne?
Rübenpellets brauchen wir auch noch. Müssen wir eigentlich auch einen Baum organisieren. Und Getreideschrauben, ne? Ja, so ein paar Futtermittel gehen noch trupp. Aber Melasse und gefiltert, nee, geht nicht, ne? Sonst hätte ich dir gesagt, lassen wir die auf dem Wagen stehen, auf dem Ballenwagen erstmal. Den brauchen wir ja so schnell nicht wieder, aber. Nee. Und cool. Kannst ja schlecht dann einfüllen. Deswegen, nee. Müssen wir das anders drehen, ja. Man sieht die Arbeit, ne? Dort, da hinten. Aber das muss jetzt mal hinten anstehen. Weil das ist wichtig. Das muss ja auch noch gehen. Noch haben wir ein paar Futtermittel, dass wir das so regeln können, ne? Die Schlepper sind einfach genial. Ne? Kommen wir da so rum? Ich würde die anders platzieren lassen. Kommen aber rum. Sind wir voll den Laden? Wir brauchen Zeug. Wie sieht es überhaupt im Kuhstall aus? Hat mal einer reingeguckt? Boah, die haben ja noch Futter. Die haben auch noch Futter. Läuft. Die sind wie alt? Monate ist eigentlich noch Jungviehmische drin, ne? Egal. Die kriegen nur gutes Futter. Dann können sie auch schnell kalben, ne? So, ab vorne. 1600 Euro Schmuggel. Okay, mit dem Verkauf haben wir den Biertreiber drin. Das ist ganz gut. Dass wir da keinen Stress mehr haben. Oder kein, wie heißt es? Ja, kein Stress kann man ja nicht sagen. Aber das haben wir durch den Verkauf der Sorghum hier so drinne. Den waren wir dann da oben drin, dann in Festform. Oder können wir später machen. Sehen, dass der Häcksler gleich am Toch kommt. Das wird ja auch noch einiges in Zeit in Anspruch nehmen. Wahrscheinlich müssen wir auch noch ein bisschen Kredit aufnehmen, dass wir noch eine Maisfläche dazu nehmen. Ne? Ist wahrscheinlich ganz sinnig. Wenn wir jetzt schon einmal Mais häckseln, ne? Sollten wir darüber nachdenken, ne? Müssen wir wahrscheinlich auch machen. Weil anders wird es nicht gehen. Wir brauchen ja schon ein bisschen mehr Mais im Silo, ne? Okay, wir haben zwar nur so ein paar Viecher im Moment, ne? Aber wir wollen uns ja auch vergrößern, ne? Deswegen. Stroh haben wir bis jetzt drei Flächen. Da können wir auf jeden Fall mitlenken.
Und wir müssen ja auch noch Hafer machen. Wir müssen dann nur gucken, dass wir die Getreideproduktion von Tom hier irgendwo hingesetzt kriegen, ne? Dass wir das da erledigen können. Aber wo, weiß ich noch nicht. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.